Ach, Monsieur, was? Wir können das auch bei Krämer im Hafenviertel machen. Da muss ich nicht die ganze Zeit Umwege laufen. So, erstmal alles wieder ablegen, dass wir nicht bewaffnet durch die Stadt latschen, wenn es nicht sein muss. So, dann auf in Ardus Anwesen. Ja, wir können noch mal mit der Vogtin reden. Vielleicht hat sie noch eine Belohnung für uns. Wenn ich die jetzt nicht schon längst erhalten habe. Zu dienen. Jawohl, schaut euch doch bitte mal diesen Schlüssel genauer an. Könnte es derjenige sein, der das Schloss zu Ardus Arbeitszimmer öffnet? Bangrosch, war ich, das ist der Schlüssel. Wurde in deinem Wischraten des Namen, habt ihr ihn gefunden? Aus den toten Händen des korrupten Obergardisten Taschmann. Er steckte mit dem Handelshaus Neisberg unter einer Decke und war mitverantwortlich für den Mord an Ardo. Der Obergesicht der Stadtwache war in die Sache verwickelt, das ist ja kaum zu glauben, so ungeheuerlich ist das. Was habt ihr denn nun vor? Nichts, mein guter Wirwosch, nichts. Die alte Ulvine Neisberg und ihr verruchter Magier Jandrik von Andergast vermeiden mittlerweile den dunklen Hallen Borons. Der Graf und die Vogte wissen bereits von ihren dunklen Machenschaften, auch dass sie es war, die den Mord an Ardo befahl. Gut, das heißt, wir können jetzt eine Etage höher gehen. Passieren? Was soll denn auch passieren? Du musst wirklich noch viel lernen, du. Warte, die hohe Wissenschaft hat selten mit Geduld und Pflichtgefühl hat der tapfere Ritter der Dinge, die da kommen mögen. Ja. Tralda ist ungeduldig. Aber wir können jetzt diese Tür öffnen. Und an Ardus Truhe kommen. Hier sind nochmal 80 Dukaten. Mit Ardo zur Tat geschritten. Und Ardus Familienschwert. Ja, Ardus Familienschwert ist eine schöne Waffe. Körperkraftzuschlag 1W7. Schwerter, ja. Das persönliche Schwert Ardus von Eberstamm. Ich glaube, er hätte gerne, wenn wir es führen würden. Hat zwar nicht die 25% Chance auf Wunder, aber ist trotzdem nicht schlecht. So, lesen wir mal. Aventurischer Bote per Rhein 130 Bosbaras Fall mit Ardo zur Tat geschritten. Vom Reisen im mittelreichischen Landen Reiseberichte erfreuen sich stets großer Beliebtheit. So möchten wir unsere geneigte Leserschaft diesmal auf die Straßen von Garethien in den Kosch entführen. Ardo vom Eberstamm, Spross des Koscher Fürstenhauses und Burka vom Ochsenblut, ist in diesem Frühling in sein prächtiges Stadthaus in Ferdok übergesiegelt. Er ist selbst wie seine Hochgeborenen auf der Reise gleichsam im Vorbeigehen ein Dorf von einer Plage befreite und einen Fluch brach. Für diesen Bericht stellte die Händlerin Anslieb Emma Kesselstein ihre Aufzeichnungen zur Verfügung. Selbstredend schloss ich mich dem wackeren Burggraf an, als ich im Auftrag meines Vaters die Koscher Wechsel nach Ferdok bringen sollte. Denn man weiß ja nie, wie unsicher die Straßen und Wege sind und außerdem soll es neuerdings Räuberbanden im Ferdok geben, die nach dem letzten Kreuzer lechzen wie Esel nach der Karotte. Burggraf Ardo ist weit herumgekommen, das muss man sagen, und wer hätte nicht gehört, wie er tapfer in der Ogerschlacht geritten, wie er an der Trollpforte gekämpft hatte und wie er vor den Toren Garevs, als der Himmel über den Köpfen der Hauptstädter zusammenbrach, schwer verletzt wurde. Mir zumindest war das meiste davon unbekannt, und ich kann heute
jede dieser Geschichten ebenso gut erzählen wie Burggraf Ardo, denn ich habe sie während des Weges oft genug gehört. Den ersten Schrecken bekam ich in einem kleinen Weiler in den Ländern von Rubrev, als nämlich der Ritter beschloss, der schönen Landschaft wegen die Reichsstraße zu verlassen und lieber durch die Auen der Rakula nach Ferdok zu reisen. Sorgt euch nicht, junger Anslieb, sprach Ardo väterlich durch seinen Bart, in dem noch reichlich Mundvorrat vom Morgenmalk lebte. Ihr reiset mit Ritter Ardo, dem ist nur Galottas Festung auf den Kopf gefallen. Doch sonst ist ihm nie etwas geschehen. Und sollten die Räuber in der Überzahl sein, so werde ich euren Rückzug decken. Der Fluch von Nordingen, so kamen wir in den Weiler Nordingen, in dem sich Fuchs und Hase schon vor langem Lebewohl gesagt haben. Dörfler schliefen uns schon stürmisch entgegen, doch es war kein Gruß, den sie brachten, sondern eine Warnung. Über die Brücke an der alten Mühle könne man das Dorf nicht betreten. Unweigerlich würde man vom Steg ins kalte Wasser stürzen, vom Warzen übersät und sich den Hals gebrochen haben, noch ehe man sich über die Warzen hätte ärgern können. Der Burggraf hörte sich das Geschrei der Bauern brummend an, dann drückte er einem von ihnen die Lanze in die Hand, einem anderen seinen Helm samt traurig ausgezaustem Federbusch und saß ab. »Gute Leute, eine Hexe soll die Brücke verflucht haben? Das wollen wir noch einmal sehen«, sagte er und schritt schnurstracks zu der morschen Brücke. »Bei meiner Seele, die Brücke braucht keinen Fluch, um lebensgefährlich zu sein. So marode war jedes einzelne Brett. Doch ohne Zögern, ohne Vorsicht betritt der Burggraf die erste Planke und danach die anderen. Er war schnell darüber, als ich Zeit hatte heranzueilen. Drüben aber drehte er sich um und kniff die Augen zu, verharrte. Die Dörfler standen stumm da und hielten Maul auf dem Pfeil und bellte, wuff, wuff, grollte er und lachte dann so laut, auf dass die Bauern erst recht zusammenzuckten. Seht ihr, Bäuerlein, so schnell bricht Ritter Ardo einen Fluch, kommt nur alle hinüber, jetzt ist es ungefährlich. Die Bauern taten wie geheißen und das Wunder geschah nicht. Eines dieser morschen Bretter brach, knackten sie auch sehr bedrohlich. Ihr müsst wissen, Anslieb, erklärte mir der Burggraf abends im Gasthaus, Wehr und Trutz. Mit Flüchen und Geistern kenne ich mich aus. Seit mich der blutige Ugu von Rudes Schild verdrängt hat, hause ich im zugigen Torhaus des Schlosses Ochsenblut. Denn dieses Schloss wird von garstigen Geistern bewohnt, seit mehr Generationen, als ich Finger an der Hand habe. Da ist so eine Bächleinbrücke doch gar nichts. Gar nichts. Das Ende der Brautaler Beutelschneider hinter der Rakula erreichten wir auf Koscherland. Wie viele Seiten hat das noch? Zwei, okay. Auf Koscherland, das Dorf Brauntal, das einem unansehnlich, man ahnt es schon, Brauntale lag. Die Dörfler begrüßten uns wieder einmal ängstlich und hielten den Burggrafen wegen seiner ungepflegten Erscheinung zunächst für einen Raubritter. Als sich dieser aber höchst selbst als ein wackerer Held und Verwandter des guten Fürst Blasius vorstellte, da fassten sie Vertrauen. Eine Bande rotzfrecher Lümmel habe vor Wochen die Sense gegen das Schwert getauscht und würden Reisende und Dörfler überfallen und ihr Hab und Gut abnehmen. Das wollte der Burggraf nicht gern hören und wieder brummte er in sein dichten Bart. Wir warteten also, bis die verschreckten Dörfer die Ankunft der Wegelagerer ankündigten. Burggraf Ardo gürtete das Schwert, setzte den Helm auf und nahm die Ogerschelle in die rechte und ging der Bande entgegen, ganz allein. Ich schlich hinter ihm her, wie auch der Rest des Dorfes, doch keineswegs, um ihm den Rücken zu stärken, sondern nur des besseren Blicks wegen. Da waren sie, 10 junge Burschen und Mädels mit zusammengestoppelten Rüstungen, zusammengeklauten Waffen und zusammen nicht mehr wert als Großvater Adamals Schaukelstuhl. An dem er starb, an aber auch ihn. Hä? Er starb am Schaukelstuhl, aber er starb auch im Schaukelstuhl. Okay. Sapperment, rief der Burggraf, da hol mich doch der Höhlendrache. Ihr seid ja kaum mehr als verlauste Kinder. Er überreichte mir aus seiner mit Eisen beschuttenen Hand in meine zarten Finger die Ogerschelle und schritt spornstreich auf die Bande zu. Ein Berg von einem Ritter, den fürstlichen Eber auf der Brust, mit der Anmut eben des vorhin erwähnten Höhlendrachen. Seitdem vor den Burschen zogen die Schwerter, die anderen standen wie erstarrt. Der Burggraf hielt
aber hielt nicht inne. Entwand dem ersten das Schwert, griff sich das des anderen und warf sie in hohem Bogen weg. Verteilte hier und da eine Maulschelle, wie sie die Ambossberge seit mehr als 8 Generationen nicht mehr gesehen haben, und schickte die Räuberbande fort. Aber ihr schlechten Schelme, kehrt sofort zu euren Eltern, zurück zu eurem Elternhaus. Eure Mutter wird sich sorgen, der Vater Tränen weinen, weil ihr dem Herrn Preis seine guten Tage steht. Hurtig, denn du auch. Nicht anders, als ich in Kindertagen die Hühner scheuchte, der Burggraf die Räuber und befreite das Brauntal von seiner Geißel. Bis Ferdok erlebten wir nichts Aufregendes mehr, ich hingegen prägte mir die Geschichten gut ein, um bei den richtigen Stellen lachen zu können, und verabschiedete mich von diesem bemerkenswerten Burggrafen höflich nach unserer Ankunft. Björn Berghausen. Tja, das waren dann die letzten Geschichten von Ardo. Alter Freund. Ja, es ist eigentlich richtig, richtig. Ich muss kurz einen Abstecher machen. Haus gegenüber vom Praius-Tempel, naja. Die Diebesgilde wäre mir lieber. Es ist eigentlich wirklich, wirklich schlimm, dass dieses Spiel vor am Fluss der Zeit rauskam. Also, wir eigentlich schon längst wussten, was mit Ardo passierte. Aber ihn dann im zweiten Teil, ihn am Fluss der Zeit selber zu begegnen und ihn zu erleben, wie er ist, das ist dann schon ein komisches Gefühl. So. Was das Spiel leider nicht kann, ist Dual Wielding. So, Schneid kann weg. Mit Ardo zur Tat geschritten kann weg. Und jetzt brauchen wir Einbeersäfte. So, okay. Nein, ich will keine Einbeersäfte zerstören. Bloß nicht. Ich versuche mein Bestes. Alles klar. So. Haben wir alle Einbeersäfte verteilt? Pfeile haben wir hier alles noch klar. Genug. Jagdbolzen sind bald verschossen. Da müssen wir bei Gladys nachladen. So, das heißt, wir reisen jetzt erstmal kurz in die Grafenstadt. Gucken, ob die Vogte noch da ist. Können auch mal kurz mit Bala reden. Und dann geht's zum Hafen, das Zeug beim Krämer verkaufen. Und mal gucken, was wir mit dem Schiff anfangen können. Ich glaube, ich habe nämlich das Schiff noch nie gekauft. Ich weiß halt nur, wie ich schon zum Anfang erwähnt hatte, in der Nordrhein-Trilogie, beziehungsweise die Schicksalsklinge. Stadthaus? Was ist das für ein Stadthaus? Ach, ist das die Bücherei oder was? Halt, halt! Ich hoffe, eure Stiefel sind sauber. Wie bitte? Oh, das ist aber ein beeindruckender Haufen Dreck hinter euch. Wenn sich die Leute wenigstens ab und zu mal die Füße abtreten würden, bevor sie reinkommen. Aber nein, daran denkt niemand. Naja, ich bin da, um denen hinterher zu fegen. Also ja, das ist... Stimmt, das ist das Stadthaus,
wo wir Ferio von Ferdok bekämpft hatten.